ganz großen Vorteil gegenüber den normalen Vernissagen und den normalen Ausstellungen. Bei uns kann man 365 Jahre, 24 Stunden rund um die Uhr die Werke von Julia sich anschauen und in aller Ruhe auf sich wirken lassen. Heute freue ich mich insbesondere als Homburger, so viele Homburger hier in Saarbrücken begrüßen zu können. Auf der Autobahn habe ich gedacht, der FCH hat ein Auswärtsspiel, bis mir dann ein durch den Kopf gegangen ist, dass die Julia ja hier ihre Ausstellung heute hat. Ganz herzlich willkommen also erstmal die Homburger aus dem Saar-Pfalz-Kreis und dann natürlich alle Saarbrücker. Ich hoffe, Sie haben hier Gelegenheit, sich von den Werken von Julia ein bisschen inspirieren zu lassen. Ich möchte mich bedanken, zunächst mal bei Julia, die mit einer unheimlichen Energie diese Ausstellung vorbereitet hat. Und der hohe Besuch ist schon mal ein erster Dank an das, was Julia in den letzten Wochen geleistet hat. Schatten blau. Gezeiten glitzernd blau. Tritt hervor der Tag. Ein Schatten des Himmels. Ein Schatten des Wassers. Ein Blau des Wassers. Strahlen durchdringen schwebend die Natur und treffen auf die Erde. Ein Streifen lila, zartes Licht, schiebt langsam sein Dach der Erde schlafendem Blick entgegen. Trägt in sich der Sonne hohes Ziel, die dämmernd den Tag anbricht. Das ist zu ihrem Antlitz werde, im Horizont ein neues Leben. So steigt dämmerblau die ersten Stunden, bis das Licht, das Dunkel überwunden. Wolkengebirge, Nebeltau, die Farben des Windes zerstreichen die Wolken wie den Tag. Zwischen Zeit und Nacht, blau, der Nachtmond. Wacht über allem ein Sternenbild. Schatten blau. Rafael El Niño, klein. Schatten blau. Schatten blau. Ein Neumond dunkel, schattenblau entfacht. In flüsterndem Zauber steigt er in die Nacht. Auf Nachtschatten blättrigem Wuchs thront der sternlichter Blütenkranz, besingt den füllenden Mond, seine Stirn zu vollem Glanz. Der Tagekreis atmet neugeboren aus sich brechenden Wellen, auf wiegenden Wasserfeldern, in stille, rauschenden Silbermooren. Lästige Stirne wie Himmelsfenster zu fernem Blick erhellen. Und nun noch einmal Lukas Reidenbach mit einer weiteren Eigenkomposition. Er spielt zwei Stücke und danach ist die Ausstellung und das Dessertbuffet mit den selbstgemachten Pralinen eröffnet, aber erst dann. Thank you.